Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin Esther Slevogt, will auch gar nicht weiter stören, sondern nur hier Christian Hennafer die Bühne bereiten, der hier traditionell sein Digital Media Update macht. Und ja, Bühne frei. Und viel Vergnügen oder interessantes Input für Sie. Ja, herzlich willkommen. Ich will auch nicht weiter stören. Steh da halt jetzt da oben und erzähle was. Muss schauen, dass alle Geräte funktionieren. Meine Folien müsste ich jetzt dann noch irgendwann sehen. Dann. So, jetzt kann es losgehen. Ja, herzlich willkommen. Hören kann man mich, oder? Mhm. Gut, okay, das klingt irgendwie so komisch. Gut, ich mache ja jedes Jahr hier so ein Update. Früher hieß das immer Social Media Update und das hat sich mittlerweile verändert, weil es ja nicht nur um Social Media geht. Und nachdem ich dieses Jahr auch wieder eingeladen worden bin, worüber ich mich sehr gefreut habe, habe ich mir angeschaut, was ich letztes Jahr erzählt habe, habe mir die Folien angeschaut und habe mir gedacht, ich könnte die eigentlich eins zu eins verwenden, das passt alles immer noch. Ich mache das nicht, sondern ich habe mich auf einen anderen Weg begeben und zwar möchte ich mich ganz gerne ich möchte Ihnen jetzt den Vormittag nicht verderben, ich nehme das nur so als Einleitung dafür, um darauf hinzuweisen, womit ich mich beschäftigen möchte, nämlich mit Daten, die für den Kunst- und Kulturbereich auch relativ wichtig sind und eine immer größer werdende Rolle spielen werden. Ich glaube, diese Datenschutzgrundverordnung, so obskur das alles ist, was da passiert, und ich kämpfe da ganz genauso mit meinem Blog und mit Veranstaltungen. Zum Beispiel stehe ich vor der Frage, ich organisiere nach dem 25. Mai ein Barcamp in Wien und weiß eigentlich noch nicht, wie ich dieses Problem lösen soll, dass man da fotografieren darf, dass alle fotografieren dürfen und diese Bilder dann irgendwo veröffentlichen, wo auch immer sie wollen. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich jedem, wenn er reinkommt, so eine Bestätigung in die Hand drücken und unterschreiben lassen, dass ich da fotografieren darf und alle anderen auch. Also da gibt es noch sehr, sehr viele dunkle Punkte, die sich wahrscheinlich erst dann im Laufe der Zeit auflösen werden, oder man stampft das Ding dann ganz ein und macht was ganz was Neues. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein wichtiger Impuls ist, weil auch wir im Kunst- und Kulturbereich deswegen ausgehend von dieser Datenschutzgrundverordnung begonnen haben oder langsam beginnen. Manche denken sich, der 25. Mai ist ja noch eine Weile hin, dass wir uns mit dem Thema Daten beschäftigen. Der zweite Punkt oder das zweite Ereignis, das dazu geführt hat, dass wir uns mit Daten beschäftigen, ist die Geschichte von diesem Unternehmen, das eigentlich von Facebook Daten bekommen hat, wo ich mir noch gar nicht sicher bin, ob sie diese Daten, wenn sie um Erlaubnis gefragt hätten, bekommen hätten und auswerten können. Also die Frage ist, wo ist da eigentlich die Verwerflichkeit, wo ist da was passiert, was nicht gepasst hat? Und das führt dann zu der Frage, wie wir eigentlich generell mit Daten umgehen. Wir werden mit Daten umgehen müssen und wir werden einen anderen Umgang finden müssen, weil wir im Augenblick eine Entwicklung erleben, wo Daten eine immer größer werdende Rolle spielen. Ich habe vor einiger Zeit dieses Buch von Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramm gelesen, Das Digital. Und das lehnt sich auch so ein bisschen an das bekannte Werk Das Kapital an. Und sie gehen in diesem Buch her und prophezeien da einen Neustart von dem, was wir unter Markt verstehen, wobei diese Märkte der Zukunft auf Datenreichtum basieren. Dazu komme ich später noch zu. Ein wichtiger Punkt, der da immer eine Rolle spielt, ist und deswegen auch dieser Eingang mit den relativ schwierigen Punkten, mit den Problemen, vor denen wir stehen. Wie gehen wir eigentlich mit Daten um? Wir haben uns bis jetzt eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und was Sie in diesem Buch vorschlagen, das ist ein relativ interessanter Ansatz. Sie sagen nämlich, das, was wir da im Augenblick erleben, ist, dass in verschiedensten Bereichen sich so quasi Monopole herausbilden. Monopole in dem Sinn, dass jemand auf den gesamten Daten sitzt. Und das beste Beispiel dafür ist Amazon. Und die beiden konstatieren in diesem Buch, dass das negative Auswirkungen auf
Arbeit hat, dass das negative Auswirkungen auf das Kapital hat und dass es aber auch negative Auswirkungen im Hinblick auf die gesellschaftliche Innovationsfähigkeit hat, obwohl diese Unternehmen ja alle selbst hoch innovativ sind. Und Sie haben da einen ganz interessanten Ansatz vorgeschlagen, dass, indem Sie nämlich hergehen und sagen, in dem Moment, wo ein Unternehmen einen bestimmten Marktanteil überschreitet, Sie sprechen in dem Fall von 10%, müssen diese Unternehmen ihre Daten teilen mit anderen. Das heißt, andere Unternehmen, die in dem gleichen Bereich arbeiten, bekommen dann Zugriff auf einen bestimmten Teil dieser Daten und haben dadurch die Chance, in diesen Bereichen mitzuhalten. Und zweiter Vorschlag besteht darin, dass man einfach ein völlig anderes Steuersystem entwickeln muss. Und der dritte Vorschlag, um so eine, wie Sie es nennen, digitale soziale Marktwirtschaft zu schaffen, besteht darin, dass diejenigen, die nicht auf künstliche Intelligenz, sondern auf menschliche Intelligenz setzen, Steuervorteile genießen. Also diese drei Aspekte sind es eigentlich. Und ich glaube, dass wir uns relativ intensiv mit diesem Thema beschäftigen müssen, jetzt aus gesamtgesellschaftlicher Sicht. Aber ich glaube auch, dass wir uns im Kulturbereich mit dem Thema Daten beschäftigen müssen, weil Daten eine immer wichtigere Rolle spielen und der Kulturbereich jetzt eigentlich noch nicht in der Form betroffen ist wie andere Bereiche. Ja, denken wir an Uber, denken wir an Airbnb. Also es gibt überall so Platzhirsche, die etwas aufbauen auf Datenbasis. Und dieser Platz ist im Kunst- und Kulturbereich noch nicht besetzt. Und es kann jederzeit passieren, dass da irgendjemand eine Idee hat und dann auf diesen Zug aufspringt. Diese datenreichen Märkte, wodurch zeichnen die sich aus? Und wenn Sie sich das hier anschauen, ich habe drei Punkte aufgegriffen aus diesem Buch. Das ist relativ wichtig im Hinblick auf das, was wir eigentlich tun. Mag Ihnen vielleicht jetzt im Augenblick etwas abstrakt erscheinen, ich versuche es dann noch irgendwo so in konkrete Beispiele zu übertragen. Der erste Punkt ist einmal, dass wir die Angebote standardisieren müssen, dass es darum geht, dass all das, was im Angebot ist, in eine Struktur, sprechen hier von Ontologien und Metadaten gegossen werden muss. Es geht auf der anderen Seite darum, dass wir herausfinden müssen, welche Bedürfnisse, welche Wünsche, Vorlieben diejenigen haben, die wir mit unseren Angeboten adressieren. Um dann das zu schaffen, was hier an zweiter Stelle steht, die optimale Transaktion. Transaktion heißt in dem Fall, ich habe Subjekte, Wirtschaftssubjekte in dem Fall, weil es hier auch um Marktwirtschaft geht, die Objekte austauschen und diese Transaktion wird nur dann erfolgreich sein, wenn beide Seiten einen Vorteil daraus ziehen können. Bis jetzt ist sehr viel über den Preis geregelt worden. Wenn man sich so Beispiele aus der Vergangenheit anschaut, also ich bin groß geworden in Zeiten, da gab es noch sowas wie Buchclubs, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, man zahlte da so eine Jahresgebühr, 20 Mark oder 15, ich weiß nicht mehr genau, und dann hat man, wenn man nicht selber was ausgesucht hat, am Ende vom Jahr so ein Buch aufs Auge gedrückt bekommen. Ja, also wenn wir jetzt diese drei Punkte anschauen würden, kommen da alle nicht vor. Das Gegenbeispiel wäre jetzt Amazon, wo sämtliche Bücher, die über Amazon vertrieben werden, einfach in eine Struktur reingepresst werden. Also wenn Sie so Bücher anschauen, dann sehen Sie, dass die immer in den verschiedensten Kategorien an unterschiedlichen Stellen stehen. Das heißt, da ist so eine Struktur geschaffen worden, die Bücher, die hier verkauft werden sollen auf der Plattform, einfach in eine Struktur bringen, um dieses Angebot dann zu matchen mit der Nachfrage von uns. Und wenn wir dann ein Buch kaufen, Sie kennen das vermutlich alle, dann bekommen Sie von Amazon in den nachfolgenden Wochen einfach immer wieder Mails, in denen dann so ungefähr drinsteht, User, die das und das gekauft haben, haben dann auch das und das gekauft. Und für mich ist das sehr faszinierend, wenn ich mir anschaue, was ich da an Informationen, an Angeboten bekomme, weil die relativ häufig stimmen. Ja, also ich bin jetzt kein großer Freund von Werbung, ich nutze sie auch gar nicht sehr häufig, aber in dem Fall muss ich sagen, dieses Matchen, das ist etwas, was mich wirklich fasziniert und wo ich auch immer wieder merke, da ist was dabei,
was für mich sehr interessant ist und was sicherlich dazu führt, dass ich mehr Bücher kaufe, wie wenn ich jetzt einfach nur irgendwo hingehen würde und sage, ich suche irgendwas zum Thema XY. Beziehungsweise ich komme unter Umständen gar nicht auf die Idee, nach dem zu suchen, was mir da gerade angeboten wird. So, und dieses Modell ist eigentlich sehr spannend im Hinblick auf unser kulturelles Angebot, weil ich glaube, dass das Modell eigentlich ein sehr ähnliches sein muss. Ich glaube, es wartet niemand und relativ wenig Menschen jetzt gemessen an der Gesamtbevölkerung machen sich aktiv auf die Suche nach einem kulturellen, künstlerischen Angebot. Das heißt, wenn wir dieses Modell jetzt übertragen würden auf den Kunst- und Kulturbereich, dann würde man es unter Umständen schaffen, Menschen dazu zu bringen, dass sie sich für bestimmte kulturelle Angebote interessieren. Da hängt natürlich noch viel daran, komme ich später noch drauf, um sie dann wirklich dafür zu gewinnen. Aber das wäre mal so ein Ansatz, um jemanden dazu zu bringen, dass er sich für bestimmte Themen interessiert. Ich bin selber gerade in so einem Projekt involviert. Ich sage immer, das ist so eine Art Smart City Projekt. Das ist ein Bereich, wo im Augenblick sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird, wo der Kunst- und Kulturbereich eigentlich nicht vorkommt. Und das ist in meinen Augen ein Fehler. Wir können uns jetzt natürlich auch darüber unterhalten, wie Facebook funktioniert und wo man seine Links setzt und wo nicht. Aber ich glaube, dass wir viel, viel größer denken müssen. Und wenn man sich diese ganzen Smart City Projekte anschaut, für die im Augenblick Millionen bzw. Milliarden von Euro und Dollar zur Verfügung stehen, dann sieht man relativ schnell, dass das im Augenblick eher so ein Verkaufsprogramm für Softwarefirmen ist. Und eigentlich müsste der Kunst- und Kulturbereich da irgendwo dabei sein, weil wenn es darum geht, eine Smart City aufzubauen, dann braucht es da ein inhaltliches Schmiermittel. Wir brauchen Content. Und dieser Content, der kommt in der Regel aus dem Kunst- und Kulturbereich. Das sind wir. Das heißt, wir sind eigentlich die Wichtigsten. Ja, wenn Sie hergehen und sagen, ich bild jetzt da eine Smart City ab, dann schaffen Sie es maximal irgendwie aufzuzeigen, wie man von A nach B kommt, was man wo kaufen kann und wie die Öffnungszeiten aussehen. Aber wenn es wirklich interessant sein soll, wenn die Leute sagen, oh, das interessiert mich, das möchte ich mir anschauen, dann müssen wir von Content reden. Und da landen wir ganz, ganz schnell bei Kunst und Kultur, weil das sind die Institutionen, die genau diesen Content zur Verfügung stellen, in Ausstellungsräumlichkeiten, auf der Bühne etc. etc. Zurück zu diesem Projekt, digitaler Erlebnisraum Rhein-Neckar, Express ist der Titel. Es geht da um eine Machbarkeitsstudie, das ist der erste Schritt. Später kann man das Projekt dann auch umsetzen, wenn man an den Punkt kommt. Es ist eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Point-of-Interest-Infrastruktur für multimodale Mobilitätsanwendungen. Sie kennen sich alle aus, nehme ich an. Point-of-Interest-Infrastruktur heißt eigentlich, dass wir versuchen, das, was in dieser Rhein-Neckar-Region, in der Metropolregion Rhein-Neckar, an kulturellen Angeboten vorhanden ist, digital abzubilden. Also Sie können sich jetzt so eine Karte à la Google Maps vorstellen. Und in diese Karte kann ich in einem ersten Schritt mal die ganzen Daten eingeben, wo kulturelle Einrichtungen überhaupt zu finden sind. Ja, jetzt bezogen auf diese Region. Das ist der erste Schritt. Das heißt, ich habe den Raum. Im nächsten Schritt kann ich hergehen und bringe den Faktor Zeit ins Spiel. Beides sind Elemente, die Sie von Google her kennen. Wenn Sie sich in Google irgendwo hinstellen, in Berlin oder in Wien, dann werden Sie, und nach einer Pizzeria suchen, dann werden Sie nur die Restaurants aufgelistet bekommen, die A in der Nähe sind und die B im Augenblick offen haben. Ja, also wenn ich hier stehe und nach einer Pizzeria suche, dann bekomme ich keine Pizzeria in Wien angeboten. Und genauso funktioniert das hier auch. Das sind die ersten beiden Schritte. Und der nächste Schritt ist jetzt eigentlich der interessante und wichtige. Ich muss jetzt nämlich hergehen und muss mir überlegen, wie bilde ich den Content datenmäßig ab? Wir müssen uns überlegen, und das ist die Herausforderung bei diesem Projekt, welche Daten eigentlich notwendig sind, um das kulturelle Angebot dieser Region abzubilden. Und zwar jetzt nicht einfach nur im klassischen Sinn, dass man so Marke Veranstaltungshinweis ankündigt, was da jeweils zu sehen ist, sondern dass ich da viel mehr in die Tiefe gehe, dass ich diese Daten auch miteinander verknüpfe, damit ich denen, die sich dafür interessieren, entweder die Bevölkerung, die dort lebt, oder auch Touristen,
zum Beispiel ganze Thementage anbieten kann. Und zwar nicht in der Form, dass ich da jemanden am Computer sitzen habe, der dann irgendwelche Vorschläge eintippt, sondern dass das eigentlich über Algorithmen geregelt wird. Und weil hier von Mobilitätsanwendungen die Rede ist, der Ausgangspunkt ist eigentlich der, dass gleichzeitig die Herausforderung besteht, jetzt wahrscheinlich nicht nur in dieser Region, sondern woanders auch, dass da mehrere Städte in dieser Region sind, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, und es ganz, ganz schwierig ist, die Leute aus dieser Stadt rauszubringen. Das heißt, wir haben also in dem Fall jetzt das Thema Mobilität mit reingenommen und es geht eigentlich darum, jemanden nicht nur zu zeigen, wo diese entsprechenden Themenangebote dann sind. Also weiß ich, wenn es zum Beispiel um das Thema Ritter geht in dieser Region, da möchte ich nicht nur aufzeigen, wo was angeboten werden kann, sondern ich möchte gleichzeitig auch noch aufzeigen, wie man von A nach B und von B nach C kommt. Und dafür nimmt man in dem Fall dann die verschiedenen Mobilitätsanbieter mit rein. Das ist dann einfach der Verkehrsverbund, das ist die Bahn, das sind aber dann auch Carsharing-Anbieter, das können Taxiunternehmen sein, also alles, was in so einer Region vorhanden ist. Und es geht dann eigentlich darum in diesem Projekt, dass wir hier diese verschiedenen Daten haben, die dann aus dem Kultur- bzw. dem Tourismusbereich, da gibt es dann Überschneidungen, gewinnen können, wobei noch nicht geklärt ist, welche Daten das sein müssen. Wir haben hier die Geoinformation, also die Location-based Informationen, und wir haben das Thema Mobilität und müssen uns dann überlegen, wer bietet das jetzt eigentlich alles an. Und das Wichtige in meinen Augen für den Kunst- und Kulturbereich, und das ist auch das Einzigartige an dem Projekt, dass der Kunst- und Kulturbereich hier mitspielt, dass dieses Projekt jetzt nicht ausgegangen ist von irgendeinem Softwareunternehmen oder von einem Mobilitätsanbieter, sondern dass dieses Projekt initiiert worden ist vom Kunst- und Kulturbereich, in dem Fall vom Kulturbüro der Metropolregion. Und wir jetzt vor der Frage stehen, wie kann eigentlich so ein Betriebs- und Betreibermodell aussehen? Also welche Funktion, welche Rolle spielen Kultureinrichtungen, wenn es darum geht, jetzt so einen großen, ich verwende immer den Begriff Erlebnisraum, zu schaffen, ja, wo Leute, die sich dafür interessieren, die Möglichkeit haben, auf Datenbasis, über eine Webseite, über eine App, das werden wir dann noch sehen, was angesagt ist und was gut nutzbar ist, die entsprechenden Informationen bekommen und dann dafür gewonnen werden können, diese Angebote zu nutzen. Zurück zu ganz praktischen Dingen, auch im Marketing, Sie werden das wahrscheinlich im täglichen Geschäft erleben, spielen Daten eine immer größere Rolle. In welcher Form? Ich möchte Ihnen das ganz gerne so am Beispiel einer Kampagne zeigen. Das trifft fürs Content Marketing zu, das trifft aber auch für alle anderen Bereiche vom Marketing zu. Und zwar habe ich versucht, das abzubilden. Mirko Lange hat da ein paar ganz interessante Gedanken dazu entwickelt. Und ich habe versucht, das hier so umzusetzen, und zwar die Art und Weise, wie unsere Kampagnen organisiert werden, wie sie initiiert werden und wie sich das entwickeln könnte. Und zwar dann, wenn wir Daten hinzufügen. Der Ausgangspunkt ist, für viele ist das auch heute noch der Standard, man kommt plötzlich auf die Idee, man möchte eine Kampagne starten, ja, oder man sieht, die anderen machen jetzt eine Kampagne, also machen wir jetzt auch eine Kampagne. So wie das bei Facebook auch war, wir sind auf Facebook gegangen, weil die anderen sind jetzt auch alle auf Facebook. Das heißt aber in dem Moment, dass wir reagieren und nicht agieren. Das Agieren, das wäre dann eigentlich der nächste Schritt, dass wir uns vorab überlegen, Weihnachten kommt, wir könnten vielleicht eine Kampagne starten oder neue Spielzeit, wir könnten eine Kampagne starten. Und man kann das natürlich dann auch mit einem gewissen Weitblick machen. Dann wären wir hier bei diesem dritten Punkt, dass es nämlich strategisch geplant wird. Das schließt unter Umständen schon Kooperationen mit anderen Kultureinrichtungen ein. Wenn man mehrere solche Kampagnen realisiert, dann wird man irgendwann einmal hergehen und sagen, die eine Kampagne ist gut gelaufen, die andere Kampagne ist schlecht gelaufen. Was in dem Fall wichtig ist, wir müssen uns überlegen, was heißt denn jetzt gut und was heißt schlecht? Bedeutet, wir müssen irgendwelche Kriterien entwickeln. Oft ist das dann irgendwie das Bauchgefühl, oft sind das dann Zahlen, die uns zur Verfügung stehen. Was da jetzt aber ganz interessant wäre, und das ist der nächste Schritt,
dass wir mit Daten arbeiten, die von der Gegenseite kommen. Das heißt, wir arbeiten mit diesen Daten, um dann datengetriebene Kampagnen zu starten. Also nicht das, was uns gefällt und wo wir glauben, wir haben ein gutes Gefühl, sondern wir nutzen Daten, die uns zur Verfügung stellen. Das heißt aber auch, wir müssen uns ganz gezielt überlegen, welche Daten sind für uns eigentlich relevant, welche Daten sind für uns hilfreich, in welcher Form können wir diese Daten verwenden. Ob das jetzt eine App ist, ob das Google Analytics ist, das spielt im Endeffekt gar keine Rolle. Das heißt, wenn wir uns das Marketing der Zukunft, wobei die Zukunft eigentlich schon begonnen hat, anschauen, dann spielen da zwei Faktoren zukünftig eine wichtige Rolle, nämlich die Automatisierung und die Personalisierung. Weil der nächste Schritt von dieser datengetriebenen Kampagne, wenn wir dieses Datenmaterial analysieren, dann werden wir feststellen, dass diejenigen, die wir da ansprechen, gar nicht alle gleich funktionieren. Ja, Sie kennen so die diversen Bücher, Christoph Kuklick, die granulare Gesellschaft, wo wir feststellen, dass wir als Personen mittlerweile einzigartig sind in unserem Verhalten, auch in dem, was wir an Daten generieren. Ein Arzt, der hatte früher bestimmte Symptome und wenn er die identifiziert hat, dann hat er allen das Gleiche gegeben. Wir haben mittlerweile im medizinischen Bereich so viele Daten, dass eigentlich für jeden Einzelnen von uns, für unsere Singularitäten, für uns als singulare Wesen, dass der Arzt jedes Mal eine individuelle Therapie vorschlagen kann. Und genauso können wir das im Marketing auch machen. Wenn wir Daten haben, dann können wir eine individualisierte Kampagne starten. Das heißt, wir können eigentlich das, was wir haben, automatisiert ausspielen, jeweils passend zu denen, in die Kanäle und an die User adressieren, die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Und das ist nicht nur interessant im Hinblick auf diejenigen, die unser Angebot nutzen, sondern das ist natürlich auch interessant im Hinblick auf diejenigen, die unsere Angebote nicht nutzen. Nicht ohne Grund hat die EU in ihrem Programm Creative Europe ganz gezielt nach Projekten gefragt, wo es darum geht, die Nichtbesucher anzusprechen. Also das heißt, sowas könnte über Datenmodelle, über solche datengetriebene Kampagnen eigentlich weiterentwickelt werden. Zurück zu Facebook. Wir haben alle gemerkt, der Algorithmus ist verändert worden und irgendwo funktioniert das alles nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn es denn dann jemals so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, beziehungsweise wenn wir uns jemals überhaupt irgendwas vorgestellt haben. Was tun wir jetzt eigentlich mit Facebook? Ich glaube, wir sollten uns endgültig davon verabschieden, dass wir eigentlich immer nur rein quantitativ messen, was da passiert. Das heißt, so dieses Streben nach vielen Likes, nach vielen Fans, nach vielen Followern auf Instagram, nach vielen Followern auf Twitter, das macht relativ wenig Sinn. Und zwar aus dem einfachen Grund, es gibt keine Studie dieser Welt, die belegt, dass viele Fans auf Facebook, Instagram und sonst irgendwo automatisch dazu führen, dass mehr Menschen unsere kulturellen Angebote vor Ort nutzen. Ja, was wir machen sollten, was in meinen Augen viel spannender ist, und das ist ja eigentlich auch das Thema dieses Tages, vom Publikum zur Community, dass wir uns damit vertraut machen, diejenigen, die sich dafür interessieren sollen, ganz anders anzugehen, mit ihnen umzugehen, ganz andere Art von Beziehungen aufzubauen. Und es gibt da so verschiedene Modelle. Ich habe hier eins, ich habe es ein bisschen reduziert, weil die Zeit ja dann auch nicht so ganz großzügig bemessen ist. Gehen wir mal von diesem ersten Punkt aus, die Interaktion. Ja, das ist das, was wir alle kennen. Wir müssen jemanden dazu bringen, dass er mit uns interagiert. Die niedrigste Form von Interaktion ist dann eben den Gefällt-mir-Button irgendwo anzuklicken. Nur wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben. Damit darf noch nicht Schluss sein, sondern das ist eigentlich erst der Startpunkt für das, was danach kommt. Es geht nämlich darum, Beziehungen aufzubauen.
Ja, und deswegen tun sich die kleinen Kultureinrichtungen eigentlich viel leichter, weil sie auf einer viel persönlicheren Ebene mit ihren Gegenüber kommunizieren können und es dadurch natürlich viel leichter möglich ist, eine Beziehung aufzubauen. Beziehung ist etwas, was ganz häufig oder in der Regel eigentlich immer mit Vertrauen zu tun hat. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie am Abend vor der Entscheidung stehen, gehe ich zu Veranstaltung A oder Veranstaltung B, dann spielt die Frage, zu wem habe ich denn eine stärkere Beziehung, ganz häufig die entscheidende Rolle, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, wo man denn jetzt hingeht. Und ausgehend von dieser Beziehung kann ich dann noch einen nächsten Schritt setzen. Das geht in Richtung Engagement. Ich verwende eigentlich immer viel lieber diesen englischen Begriff engage, der in meinen Augen, meinem Verständnis nach nicht das Gleiche ausdrückt wie Engagement im Deutsch, in der deutschen Sprache, obwohl es eigentlich gar kein deutscher Begriff ist. Aber es geht eigentlich darum, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man Informationen liefert, dass man miteinander tut, um für beide Seiten einen Mehrwert zu schaffen. Und diesen Mehrwert kann ich eigentlich auf einer Plattform wie Facebook irgendwann einmal nicht mehr schaffen, weil ich einfach begrenzt bin in dem, was ich da tun kann. Ja, und Sie bekommen das ja wahrscheinlich relativ gut mit. Ich kann natürlich so in Grundzügen versuchen, Communities aufzubauen auf Facebook, auf einer Seite oder in der Gruppe. In der Gruppe funktioniert es wahrscheinlich besser wie auf der Seite. Aber ich glaube, wir sollten uns davon verabschieden, so soziale Netzwerke wie Facebook als zentrale Anlaufstelle zu sehen, sondern wir sollten uns eigentlich wieder darauf besinnen, dass wir eine Webseite haben und da sollte eigentlich das stattfinden, was uns wichtig ist, nämlich so eine Community aufzubauen. Und der Vorteil, wenn ich das auf der eigenen Webseite mache, ich habe ja auch genügend Analyseinstrumente. Ja, es gibt sowas wie Google Analytics, es gibt auch Alternativen dazu. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftige, dann sehe ich ja relativ gut, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ich bekomme natürlich auch die Rückmeldungen von denen, die da mit mir kommunizieren, die zu meinen Veranstaltungen gehen, die mit mir den Diskurs pflegen, etc. etc. Für die praktische Arbeit bedeutet das, dass ich mich mit sowas wie Suchmaschinenoptimierung beschäftigen muss. Wenn wir uns heute die Stellenausschreibungen anschauen im Bereich Marketing, da taucht da ganz oft dieses Schlagwort auf. Wenn Sie das vor 2 Jahren angeschaut haben, da war das überhaupt kein Thema. Und es ist heute eigentlich noch immer so, dass sich die wenigsten Marketingabteilungen im Kunst- und Kulturbereich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. Ja, Google Analytics ist schon so langsam angekommen, aber das Thema Suchmaschinenoptimierung ist eher noch in den Anfängen. Also wer von Ihnen verwendet für die eigene Webseite Google Analytics und schaut da auch ab und zu rein? Die anderen haben keine Webseite, nehme ich an. Okay, an Google Analytics oder Alternative, klar, Entschuldigung, ich bin immer so auf der Google-Schiene. Gut, das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, wer von Ihnen verwendet so Suchmaschinentools? Ja, die 10 schaffen wir jetzt nicht ganz. Ja, das ist das, was als nächstes kommt, ja, weil da einfach bestimmte Techniken dahinter stehen, wie man zu seinen Schlagworten kommt, wie man dann die eigene Webseite optimiert, damit man dann eben, und das ist diese Veränderung vom Outbound-Marketing zum Inbound-Marketing, damit man dann einfach gefunden wird. Das Spannende daran ist eigentlich, dass wir hier eine Entwicklung haben, die wir als Kultureinrichtungen immer wollten. Also wenn ich vor ein paar Jahren mit Marketing gekommen bin, dann haben viele immer gesagt, na, wir wollen eigentlich kein Marketing machen, wir wollen, dass unsere Inhalte für sich sprechen. Und wenn wir uns das Inbound-Marketing anschauen oder das Content-Marketing, dann ist das genau das, was wir eigentlich damals wollten. Jetzt müssen wir es nur noch machen. Und wir haben ja die Inhalte. Und mit der Suchmaschinenoptimierung haben wir eigentlich die entsprechenden Tools, um diesen Prozess begleiten zu können. Nichtsdestotrotz geht es jetzt natürlich nicht nur um die Suchmaschinenoptimierung, sondern ich glaube, dass es dahintergehend natürlich um was ganz was anderes geht, nämlich um das Thema Relevanz. Wir können permanent mit irgendwelchen neuen Technologien kommen.
Ja, ob das jetzt die künstliche Intelligenz ist, ob das Augmented Reality oder irgendwas anderes ist. Alle diese Instrumente schaffen es vielleicht, eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse Sichtbarkeit zu erzeugen. Aber das macht unsere Inhalte nicht relevanter. Das heißt, die Leute gehen uns dann in der Regel sofort wieder verloren. Es bleiben vielleicht ein paar übrig, die sagen, ah, das ist eigentlich ganz interessant. Aber der Ausgangspunkt muss eigentlich ein anderer sein. Wir müssen versuchen, Relevanz zu schaffen. Und wir haben diejenigen, die sich sowieso schon für unsere Angebote interessieren, die wir über den Interest Graph, also über das Thema oder eben über den Social Graph, über Beziehungen erreicht haben. Wie kommen wir aber jetzt an neue Zielgruppen ran? Und da hat der Jeff Jarvis diesen schönen Begriff der unerwarteten Relevanz geprägt. Das ist das, was von Zeitungsseite immer genannt wird als Argument für die Zeitung. Sie blättern die Zeitung durch und sie finden da etwas, wo sie denken, das finde ich jetzt aber interessant, und sie haben nicht danach gesucht. Und diese unerwartete Relevanz ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, um jemanden für das, was unser Angebot ist, zu begeistern. Die Frage ist jetzt nur, wie mache ich das? Ich kann jetzt natürlich hergehen und, ich habe es eben gerade schon gesagt, einfach nur über die Technologie versuchen. Ich kann es natürlich auch über eine ganz andere Schiene versuchen, nämlich auf der Beziehungsebene. Es gibt zwei Arten von Beziehungen. Es gibt die transaktionale Beziehung und es gibt die relationale Beziehung. Muss man schnell schauen, wie viel Zeit. Oh, gut. Die transaktionale Beziehung ist so dieses Prinzip, ich leiste etwas, bekomme eine Gegenleistung, und wenn jemand anders das gleiche Angebot macht, dann findet der Wettbewerb über den Preis statt. Ja, das heißt, ich bin billiger oder ich bin günstiger oder ich biete mehr für den gleichen Preis. Also Leistung gegen Leistung, und zwar relativ präzise. Das ist etwas, was im Kunst- und Kulturbereich wahrscheinlich nicht funktionieren kann, was auch nicht funktionieren soll, weil das würde bedeuten, dass wir uns gegenseitig die Kulturinteressierten abjagen, indem wir günstigere Preise anbieten. Das kann es, glaube ich, nicht sein. Interessanter ist eigentlich diese relationale Beziehung, dass wir in Vorleistung gehen. Und da spielen dann die Technologien eine wichtige Rolle. Wir gehen allerdings auch das Risiko ein, dass wir nicht genau wissen, ob da jetzt dann eine Rückmeldung kommt, ob jemand dann darauf einsteigt. Ja, das ist, wenn man das so auf Beziehungen ummünzt, dann ist die transaktionale Beziehung so, dass man zu zweit in der Wohnung sitzt und der eine sagt, ich mache den Abwasch und du putzt die Wohnung. Transaktionale Beziehung. Ich kann jetzt aber auch hergehen und einfach mal so, ohne darüber zu reden, die Wohnung putzen, in der Hoffnung, dass der andere dann auf die Idee kommt, den Abwasch zu machen. Ja, also jetzt so ganz simples Beispiel. Ich glaube, wir sind da unten. Wir müssen es da unten schaffen, weil es da auch wieder um Vertrauen geht, Vertrauenszuschuss. Und wir uns überlegen müssen, wie schaffen wir das jetzt eigentlich? Und es ist ganz spannend, der Rainer Klapp, der nachher auch einen Vortrag hält, er hat mir gestern einen Link geschickt zu einem Interview mit der Sarah Kenderdine. Ich habe die in einem ganz anderen Kontext gefunden, nämlich im Rahmen von einem Projekt, das über die Europeaner läuft. Das gibt es auch als Vimeo, es gibt ein kurzes Vimeo-Video. Und zwar geht es darum, dass die Europeaner hergegangen ist und erst einmal aufgerufen hat, Dokumente aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, also von 1914 bis 1918, zu schicken. Und herausgekommen ist da eine relativ große Anzahl von, in dem Fall, Bildern. Und die Sarah Kenderdine ist zusammen, ich liste jetzt nicht die Namen auf, die sehen Sie da unten stehen, ist hergegangen und hat so eine Art Installation entwickelt. Das heißt, das ist so eine große Wand, 9 mal 3 Meter. Und man bekommt dann so ein iPad und kann dann diese verschiedenen Stationen ansteuern. Das heißt, was da passiert ist, dass ich jetzt hier keine kuratierte Ausstellung angezeigt bekomme, sondern ich versink da irgendwo in diesen, in dem Fall 40.000 Bildern, die aus ganz unterschiedlichen
Haushalten, Museen, sie kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, hier zusammengetragen worden sind und natürlich jeweils einen ganz individuellen Hintergrund haben und aber neu hinzugefügt worden sind und auch wieder auf Datenbasis neu verknüpft worden sind und mir als User jetzt die Möglichkeit geben, einfach in diese Zeit des Ersten Weltkriegs einzutauchen. Ich stehe da vor dieser Riesenwand, die relativ eindrucksvoll ist, 3x9 Meter ist schon eine ganz ordentliche Größe, und ich kann diese Bilder anklicken. Ich kann mich auf diese Struktur einlassen. Und wenn man das jetzt übersetzt, dann bedeutet das eigentlich, dass man hier aus diesen Daten so eine erlebbare Erfahrung macht. Und dann sind wir wieder bei diesem digitalen Erlebnisraum. Ja, und ich habe das Beispiel eigentlich deswegen gewählt, weil wir gerade das Europäische Kulturerbejahr haben. Ja, und wir immer wieder diskutieren, was hat jetzt eigentlich die Digitalisierung damit zu tun? Und das ist für mich so ein ganz schönes Beispiel dafür, wie man mit unserem kulturellen Erbe umgehen kann, wie man im Hintergrund Daten generiert, die miteinander verknüpft. Und was man hier jetzt natürlich auch machen kann, wenn Sie an diese drei Schritte von den datenreichen Märkten denken, es geht ja auch darum, herauszufinden, was interessiert jemanden jetzt eigentlich. Und in dem Moment, wo das alles über dieses iPad gesteuert wird, gewinnen wir ja Daten. Wir sehen ja ganz genau, wer jetzt welche Bilder angesteuert hat, wer welchen Weg in so einer Installation gegangen ist und bieten dadurch etwas an, was, glaube ich, ein ganz großes Asset im Kunst- und Kulturbereich sein kann. Nämlich, dass wir wegkommen von dieser passiven Konsumentenrolle, ich schaue mir etwas an, hinzu, ich gestalte mir meine Ausstellung selber. Nur passiert das hier in dem Fall einfach rein auf Datenbasis. Sie kennen das vielleicht, einige von Ihnen werden das vermutlich hier auch letztes Jahr gesehen haben. Das ist eigentlich der Einstieg, um sowas erlebbar zu machen. Ich weiß nicht, hat letztes Jahr jemand die Cyberräuber, diese, genau. Das ist eine sehr spannende Geschichte, aber da müssen jetzt eigentlich noch die nächsten Schritte kommen, ja, weil wir sind da in dem Fall nur in so einen Raum eingetaucht und konnten im Endeffekt nur rumgehen. Was jetzt aber der nächste Schritt ist, das ist dieses Modell, das Sie vielleicht auch kennen von der Nina Simon, die das für das, für den Museumsbereich entwickelt hat. Worin die Herausforderung besteht, ist, glaube ich, diese fünfte Ebene, dass nicht nur die Schauspieler oder die Akteure auf der Bühne miteinander agieren, sondern dass wir einen Raum schaffen, wenn wir an die Cyberräuber denken, ist es ein digitaler Raum, auf dem nicht nur die Schauspieler agieren, sondern auf dem eigentlich alle agieren können. Das heißt, wir können uns in dieses Spiel einlassen als Besucher, als Publikum, wobei wir eigentlich dann gar kein Publikum mehr sind. Es gibt ein ganz schönes Beispiel, wie sowas funktionieren kann, nur ist es nicht digital. Sie kennen das vermutlich auch, Machina X. Die spielbare Theaterstücke, die zugleich begehbare Computerspiele sind, entwickeln. So, und wenn wir das jetzt auf den digitalen Raum übertragen, dann hätten wir eigentlich genau diese erlebbaren Erfahrungen, rein auf Datenbasis. Das heißt, wir generieren mit Hilfe von Daten unsere Angebote und bekommen aber auf der anderen Seite wieder genügend Daten zurück, um zu erkennen, wie funktioniert etwas, wie kommt etwas an, um dann die entsprechenden Veränderungen vorzunehmen oder neue Angebote zu entwickeln. Und damit wäre ich eigentlich auf meiner kleinen Datenreise am Ende. Was ich jetzt alles ausgelassen habe, das sind dann die Dinge, die ich mir fürs nächste Jahr wieder aufbewahre. Also so künstliche Intelligenzen, das ist so etwas, ich glaube, da sind wir noch nicht so wirklich weit. Wir reden zwar sehr häufig davon, aber meistens sind das einfach nur so Algorithmen. Und Chatbots, ja, da würde ich auch jetzt gerne drüber reden, aber ich habe mich trotzdem jetzt zurückgehalten und spare mir das fürs nächste Jahr auf, in der Hoffnung, dass wir dann da schon ganz viele praktische Beispiele haben. Dankeschön.
Ja, Rainer Glab, gerade schon angesprochen, Eventim. Ich habe noch mal eine Anmerkung kombiniert mit der Frage zu dem Thema Empfehlungen, die du bei Amazon erwähnt hattest. Wir werden mit dieser Frage seit Jahren auch immer konfrontiert, können wir nicht irgendwas bereitstellen, um im Ticketing-Prozess den Leuten Empfehlungen zu geben. Das machen wir auf Eventim-Basis, aber das können wir nicht für einzelne Theater machen, weil die Gesamtheit der Premieren oder Veranstaltungen so klein ist, was soll man da empfehlen? Wir wissen zwar, was die Leute vielleicht besucht haben, also die waren dreimal bei Shakespeare und zweimal bei Mozart, aber macht es jetzt wirklich Sinn, eine Empfehlung auszuspielen, beim nächsten Mozart zu sagen, ihr wart schon dreimal bei Mozart, geht dahin? Das wissen die ja sowieso. Ja, also was wäre dein Vorschlag, wenn einzelne Kultureinrichtungen, die einen begrenzten Vorrat an Premieren und Repertoirestücken haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, da anzusetzen? Ich glaube, dass es gar nicht nur darum gehen kann, dass man dann das Angebot im Hinblick auf Mozart oder Shakespeare durchforstet, sondern dass man mehr auf die Inhalte eingeht, dass man versucht, inhaltliche Linien zu finden. Ich glaube, es ist nicht unwichtig, aber wir setzen zu sehr auf Namen. Wir müssten eigentlich mehr in die Tiefe gehen, was die Inhalte angeht. Da sehe ich die großen Chancen. Und vielleicht interessiert sich jemand, der den Sommernachtstraum gesehen hat, für Stücke von jemand ganz anderen, weil man irgendwo einen inhaltlichen Bogen schlagen kann. Da würde ich eher ansetzen. Aber das ist natürlich richtig. Wir haben in dem Sinn nicht den Datenreichtum, über den Amazon verfügt, aber wir können ja daran arbeiten, dass es mehr wird. Ich habe noch eine kleine technische Frage. Jetzt kommen ja die Progressive Web Apps auf den Markt und alle sprechen davon, also die Verknüpfung von Webseiten und Apps. Und über Apps werden natürlich sehr viel mehr interessante Daten generiert als über Webseiten. Wie ist da deine Einschätzung, ob dieses System für Kultur interessant ist oder ist es zu kompliziert oder hast du damit Erfahrung? Ich habe es mir mal angeschaut, aber Erfahrung würde ich da jetzt nicht dazu sagen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das Potenzial für die Zukunft hat. Das hat auch damit zu tun, weil wir noch gar nicht wissen, wie wir eigentlich mit all den Daten umgehen dürfen, die da gesammelt werden. Ja, wir müssen das ja irgendwo hinterfragen. Also bis jetzt sind wir hierher gegangen und haben die App zu einem Großteil deswegen auch entwickelt, um an Daten ranzukommen. Und haben da eigentlich ganz hemmungslos gesammelt. Andere Frage ist, ob wir die Daten genutzt haben, aber im Endeffekt müssen wir uns da relativ einschränken. Und insofern ist es in der Hinsicht, glaube ich, relativ schwierig. Jetzt von der Technologie her müssen wir uns immer überlegen, was kreieren wir da? Und wenn wir unser eigenes Nutzerverhalten anschauen, dann stellen wir fest, dass wir immer häufiger mobil aufs Internet zugreifen, dass wir immer häufiger Apps nutzen, dass die Zahl der Apps, die wir nutzen, aber immer geringer wird. Also wenn man jetzt diese Zahlen anschaut, dann müsste man eigentlich die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass man wahrscheinlich besser aufgehoben ist, wenn man einfach in den Facebook-Messenger reingeht, und dann sind wir beim Thema Chatbots, und alles andere eher sein lässt oder zumindest mit Vorsicht betrachtet. Jetzt einfach nur von diesen Zahlen. Es kann aber natürlich sein, dass innerhalb der nächsten 12 Monate irgendwie was Neues kommt und dann müssen wir das eh wieder neu bewerten. Also ich wäre im Augenblick eher, jetzt, gerade wenn es um Investitionen geht, ich wäre eher zurückhaltend, weil ich glaube, es kommt irgendwas Neues, aber es weiß eigentlich noch niemand wirklich, was es ist. Ich fürchte nur, alles, was kommt, ist relativ teuer. Ja, ich fand das sehr spannend, das zurück zur Website als Ort, wo sich irgendwie alle Besucher, alle Interessierten irgendwie finden. Ich konnte mir nicht ganz vorstellen, was darunter zu verstehen ist, die Community dort zu sammeln. Wie könnte das aussehen, dass man sie dort hält und sie in einen regen Austausch untereinander bringt? Ich habe ja auch auf einer Webseite die Möglichkeit der Interaktion.
Ja, also ich kann mittlerweile den Facebook Messenger integrieren, ich kann eigene Foren einrichten. Ich habe aber natürlich auch noch die ganzen Netzwerke, die ja nicht eingestampft werden, die sind ja immer noch da. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass wir uns viel mehr wieder auf die eigene Website konzentrieren und weggehen von diesen krampfhaften Versuchen, irgendwo auf Facebook besonders erfolgreich zu sein, sprich mehr Fans zu haben. Ja, also ich glaube, diese Zeit, wo wir auf Facebook Fans sammeln, die ist endgültig vorbei. Dann müssen wir uns aber überlegen, was haben wir denn jetzt? Und wenn wir uns selber anschauen in unserem Nutzerverhalten, dann ist es vermutlich immer noch so, dass wir die Suchmaschine als erstes bemühen. Also wenn ich irgendwas suche, dann ist das immer die Suchmaschine. Und die Suchmaschine führt mich nicht zu einer Facebook-Seite, die führt mich auch nicht zum Twitter-Account, sondern sie führt mich auf meine Webseite. Und ich glaube, dass man, weil ich ja auch von Automatisierung und Personalisierung gesprochen habe, dass man das auch auf der eigenen Webseite einsetzen kann. Ja, also Evente macht das eh. Das heißt, wir sehen da nicht alle das gleiche Ergebnis. Und so in die Richtung würde ich gehen und einfach auch der Webseite mehr Gewicht geben. Ich sehe das große Problem, dass wir zwar regelmäßig einen Relaunch durchführen, aber dieser Relaunch findet eigentlich nur statt, weil wir der Meinung sind, die Seite schaut nicht mehr zeitgemäß aus und die neue Seite muss dann schöner aussehen wie die von den anderen. Ende. Ja, und nein? Gut, Ausnahme. Nein, aber sehr häufig ist das einfach so, ja, dass man sich wenig Gedanken macht, dass man nicht in Google Analytics reinschaut und das sollten wir viel mehr nutzen und dann kommen wir ja selber drauf, was die Leute interessiert und was funktioniert. Ja, also die Interaktion ist und die Kommunikation ist da, glaube ich, auch sehr wichtig und es ist machbar. Ja, es ist machbar. Ach. Nee, wir müssen jetzt ist es nicht mehr machbar. Oder geben wir noch eine Mini, aber. Ja, Entschuldigung, das muss tatsächlich bei der 11 richtig starten. Ja. Das war der Werbetrailer. Und jetzt gebe ich an Christian. Vielen Dank. Dankeschön.